Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem ersten Jukola Beiwitein. Ich habe hier die zwei Stützen von unserem Zug, also die Lokführer bei uns. Und ich würde gerne die erste Frage Bruno Haldemann richten, der Initiator vom ganzen Team und auch ein bisschen unser Main-Trainer oder Chief-Trainer. Bruno, wie hast du so die ersten paar Stunden hier erlebt in Finnland? Wie hast du das Gefühl, wie ist die Stimmung im Team? Ja, die Stimmung ist wie immer hervorragend. Wir haben es also dauernd und immer lustig, würde ich meinen. Wir sind gereist. Reise mit über 20 Leuten ist immer so eine Sache. Es wird ein bisschen träge. Und, wir sind aber gut angekommen. Wir haben hervorragend trainiert. Wunderschön gsi. Wir haben hervorragend gespissen. Wir haben top Köchinnen bei uns. Ganz wichtig zu sagen. Und wir haben es lustig wie ging. Ich glaube, es passt. Das sind sehr schöne erste Worte. Ich hoffe, es geht jeden Tag weiter und ich hoffe, am Sonntag können wir genau das Gleiche von Bruno nochmal so hören. Zu dir, Ursu, du bist ein bisschen der technisch versierte Trainer, den wir dabei haben. Du bist der, der uns im Vorfeld mit vielen schwierigen Trainings hat probiert, möglichst gut vorzubereiten. Was hast du das Gefühl, das Gelände daheim in der Schweiz, wie relevant ist das jetzt gewesen, die letzten Trainings im Vergleich zu dem, was du jetzt hier hast gesehen? Ja, relevant ist natürlich schon nicht ganz. Es ist schon etwas ganz anderes. Aber OL bleibt OL. Und wenn du mir dir eine Frage stellen so als Athleten oder einen Tipp an alle die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir da draußen haben, was würdest du sagen, was ist am Samstag das Wichtigste, was wir machen müssen, um gut OL zu machen, um zufrieden zu sein in diesem Gelände in Finnland? Also ich denke, dass man ziemlich kontrolliert muss laufen. Das ist ein Gelände, wo man sich schlecht kaufen kann, sicher. Und das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten. Dass man sich immer unter Kontrolle hat, die ganze Sache. Das, speziell in der Nacht. Es wird sehr schwierig, sich aufzufahren. Dann kommen wir noch zum Bruno. Tipp oder eine Einstufung von dir. Wir sind mit zwei Teams hier, bei den Frauen und bei den Herren, am Start. Was hast du das Gefühl? Was ist realistisch? Was wird rausschauen am Schluss? Rangierung? Was hast du das Gefühl, wie wird das ganze Team als Gruppen abschließen? Also wenn wir da denken, Zusammenhalt und eben der Kit, wie wird sich der ausbreiten auf unserem Team, auch im Hinblick auf die nächsten paar Jahre? Was erwartest du jetzt da von uns Athleten und auch vom Staff? Also der Kit und der Zusammenhalt ich sage jetzt mal, die Gruppendynamik, das ist vorhanden, das wird auch vorhanden sein am Sonntag, egal was wir für Resultate hier laufen. Wir trainieren das ganze Jahr zusammen, wir haben das ganze Jahr tolle Training, eben wie der Ursu, oder wie du am Ursu vorhin hast gesagt, mit technisch schwierigen Sachen und wir fordern einander gegenseitig, also die Athleten fordern einander gegenseitig. Für die Jukola, wir haben Rangziel definiert. Das ist bei den Männern die erste Mannschaft. Das Maximum wäre ein Top-30-Platz, bei den Frauen Top-6-Platz, wobei man ganz klar muss sagen, ich glaube, das dürfen wir sagen, bei den Frauen liegt viel drin. Es liegt sogar alles drin, wage ich zu behaupten. Bei den Herren ist es ein bisschen schmaler und wir hoffen, dass wir bis am Samstag auch noch fit sind. Ich denke aber auch dort, wenn alle fit bleiben und auch ihr Leistungspotenzial können abrufen am Samstag, das hat extrem viel Mucke hier im Fall. dann wird da auch eine gute Rangierung drin liegen. Nicht zuletzt, weil wahrscheinlich das Gelände, wie der Ursel vorhin schon gesagt hat, ziemlich wird klassieren. Also gerade in der Nacht, ich habe das Gefühl, es wird die ganze Geschichte auseinanderziehen. Und wenn man da einigermaßen durchkommt, ich habe das Gefühl, es ist viel möglich. Ich bin optimistisch, sind wir alle zusammen, weil es halt einfach ein Fakt oder mehr Fakt optimistisch sein kommt gut. Ihr seht, wir schauen sehr positiv in die nächsten paar Tage und ich glaube, wir können uns auch noch mit ein paar schönen Bildern vom ersten Reisetag den Tag noch mal eine Revue passieren lassen. Wir werden hier noch ein bisschen am See die Sonne geniessen und uns von der Mucke verstechen und sehen uns morgen wieder beim nächsten Jukola Beiwitein. Merci vielmals und schönen Abend. Es ist fast gefährlich. Es ist fast
Leider fast, es ist viel zu gut gegangen. Es war bis jetzt alle Jahre nicht so, gewesen, jetzt weiss ich nicht. Wir werden es herausfinden. Ich bin schnell die Senkrinnen anschauen, hinten, 3, 4, 5. Und die sind alle so massiv tief, zum Teil. Hast du das Gefühl, ein, zwei Höhenkurven, ja, das geht. Und dann hast du so ein Hurenloch vor dir. Da, so solche, die hier zum Beispiel. Das Gefühl, das ist so leicht, die Senke, das geht das Loch ab. Ja, die Weg, wie gesagt.